Mein Name ist Carsten Todd. Willkommen bei Hottentot, Hottentot, Hottentot. Bis die blauen Linux mit der Tür einbrennen, kann ich erstmal versuchen, einen Teil der GZ-Gebühren anständig zu verbraten. Sonderling, Chaot, Freigeist. Dann hören wir alle mal auf den Chat! Silvester-Special. Silvestosch, 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 Silvestosch-Special. Dann hören wir alle mal auf den Chat! Herzlich willkommen zur Fortsetzung meines großen Silvester-Specials. Silvester ist zwar schon vorbei, aber mein großes, mehrere Sendungen umfassendes Special war so tragreich, dass es leider kaum an einem einzigen Abend gehört werden konnte. Deshalb werde ich die nächsten Wochen damit fortsetzen. Ich habe noch sehr viele weitere Werke, die in dieses Special gehören. Und dabei wird kein einziger Titel doppelt zu hören sein. Ganz im Gegenteil schaffe ich es wahrscheinlich trotzdem nicht, alle meine wichtigsten Titel aufzunehmen. Und sogar noch nach diesem Special werden auch immer noch neue Vorstellungen ausstehen. Kurzum, ich arbeite zwar viel, aber fertig werde ich trotzdem nicht. Ich wünsche jedem Zuhörer dieses Prozesses trotzdem viel Spaß. Und mit ein bisschen Abstand kann ich meine Sendungen später ebenfalls gerne hören. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Dann hören alle mal den Chat! Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Das ach, alles, ja, was... Sie gehen mir auf den Sack, echt. Ja, took a piece of my heart. I never thought that this could fall apart. You said you fell in love, and this was more than I had ever been afraid of. Wissenschaft, Wissenschaft, Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft. Another sun to shine. You got me deeper than deep and I'm constantly blind. Das macht mich stolz und dankbar. Stop it. Zwei grundsätzliche Standpunkte erfundener Rollen zu Beginn der Recherche. Dieses Kapitel zeigt die Positionen der ergänzenden erfundenen Rollen zu Beginn der Recherche. Diese Positionen könnten sich im Verlauf der Arbeit ändern. Mögliche Konflikte während der Arbeit könnten dazu beitragen. Diese Kunstfiguren sind Steel Cage Burning, das rote Luder Chantal, empörte Claudia, Märchentrude und Professor Hasenbein. Steel Cage Burning ist ein sehr verwirrter und seelisch kranker Mensch. Er kifft aber gerne. Das ist sein liebstes Hobby. Außerdem ist er großer Fan von Eros Ramazzotti. Damit ist jedoch nicht das Getränk gemeint. Er träumt von seiner eigenen Sendung. Jedoch traut er sich nicht, öffentlich zu sprechen. Er möchte gerne im Hintergrund bleiben. Wenn er mal eine eigene Sendung bekäme, sollte diese Kalle Show heißen. Wobei Kalle für kein Assi lebt lange einsam stehen soll. Ich versuche gerne, ihm seine Wünsche und Träume über Umwege zu erfüllen. Deshalb spreche ich unter anderem seine Rollen und Interviews selbst. Außerdem sucht er nach dem richtigen Partner.
traut sich aber nicht zu seinem Outen. Dennoch hält er sich gerne mitunter nackt in der Nähe von jungen Männern auf. Er träumt regelmäßig von seinem Wunschblaser Stan Harton. Diese Person besitzt im Rahmen dieser Arbeit keine Stimme. Es wird lediglich von anderen Personen darauf verwiesen, dass er etwas sagte, einen Brief schrieb oder ähnlich einwirkte. Das rote Luder Chantal ist eine der jungen Frauen, die davon leben, ihrer überwiegend männlichen Kundschaft eine schöne Liebesnacht zu bescheren. Sie lebt davon nicht schlecht. Dafür quälen sie andere Sorgen, wie der Schutz vor gefährlichen Personen und Personengruppen. Die Verletzung ihrer Ehre in der öffentlichen Wahrnehmung und die Frage, wie sie ihr Leben ab einem bestimmten Alter weiterführen wird. Bei ihrer Stimme handelt es sich um eine Computeranimation. Die empörte Claudia ist Ehefrau und Mutter mittleren Alters. Außerdem geht sie im Bereich der Altenpflege einer geregelten Arbeit nach, die sie manchmal an ihre Grenzen bringt. Ihr monatliches Arbeitsentgelt entspricht nicht dem, was sie leistet und reicht nicht für große Sprünge. Sie wünschte, sie könnte ihre Energie statt für die harte Arbeit lieber für ihre Kinder und ihren Mann investieren. Dennoch sorgt sie stets dafür, dass diese nur so weit zu kurz kommen, wie es leider nicht anders geht. Für ihre Freundinnen und Freunde ist sie in allen Belangen ein wichtiger und kompetenter Ansprechpartner und ihr soziales Engagement ist zu bewundern. Dennoch eckt sie manchmal an, weil ihr vieles zu weit geht. Sie glaubt manchmal, die ganze Welt ist verrückt geworden. Bei ihrer Stimme handelt es sich um eine Computeranimation. Die Märchentrude liest in ihrer Freizeit gerne interessierten Kindern Märchen vor. Sie ist begeisterter Leser der Werke der Gebrüder Grimm. Auch wenn ihr nicht gefällt, dass einige Psychologen behaupten, dass diese Werke zu früherer Zeit für erwachsene Menschen geschrieben wurden, die diese als zeitgenössische Pornografie verstanden. Sie glaubt lieber daran, dass diese Märchen völlig harmlos und für Kinder geschrieben sind. Sie taucht gerne in diese Welten ein und fühlt sich darin geborgen. Sie träumt davon, selbst mal ein gefragtes Märchenbuch zu verfassen. Sie liebt die Harmonie und den Frieden. Sie versucht immer, alle Streitigkeiten so schnell wie möglich zu lösen. Einer geregelten Arbeit geht sie nicht mehr nach. Sie ist schon längst in Rente und leider verwitwet. Bei ihrer Stimme handelt es sich um eine Computeranimation. Professor Hasenbein ist ein kompetenter Professor, der die überwiegende Zeit mit Lesen fremder wissenschaftlicher Arbeiten verbringt. Für seine Studenten hat er immer ein offenes Ohr. Er wird an seinem Lehrstuhl wie an der gesamten Universität sehr geschätzt. Was er zu Papier bringt, ist in der Regel ausgezeichnet recherchiert, und sein Arbeitselan ist äußerst beeindruckend. Daher sind andere Professoren fast schon ein wenig neidisch auf ihn, auch wenn sie seine Leistungen sehr hoch anerkennen
und er stets sehr gewürdigt wird. Die Stimme dieser Kunstfigur wird vom Verfasser der Arbeit selbst, also von mir, Carsten Todd, gesprochen und zusätzlich technisch verändert. Alle Kunstfiguren dieser Arbeit sind bereits in einer Art Einstiegsgespräch zu hören. Dieses Gespräch ist auch im Anhang der Gespräche zwischen Kunstfiguren aufgeführt. Hier findet man es als Unterpunkt 1 Einstiegsgespräch zwischen den Kunstfiguren. Mir liegt ein Schreiben von diesem Steel Cage Burning vor. Er beschwert sich darüber, dass diese Arbeit überhaupt geschrieben wurde und gesendet wird. Er möchte sämtliche Stellen, die alleine gestellt ungünstig klingen, zusammenhanglos der Polizei und vielen anderen Stellen melden. Mit dem Ziel, dass wichtige Stellen dies ungeprüft und durch Hörensagen bearbeiten und uns größtmöglichen Schaden zufügen. Ach, Professor, gut, dass Sie uns über diesen Brief informieren. Wir kennen ja seine Briefe zur Genüge. Ich glaube, er braucht einfach mal etwas Spaß. Schicken Sie ihn doch einfach mal zu mir. Das geht jetzt wirklich zu weit. Nicht alles lässt sich durch deine Dienste lösen, Chantal. Claudia. Chantal. Jetzt hört bitte auf, euch zu streiten. Wir sind doch aus einem anderen Grund hier. Sowas ist natürlich sehr übel. Aber wir sollten uns nicht davon beirren lassen. Chantal, Claudia, Märchentrudel, lasst uns unsere Arbeit fortsetzen. Punkt 3. Die Position der Kirche zur Ehe und zur Prost. Nach Ansicht der katholischen Kirche ist Gott allmächtig, Herr über die Schöpfung, und formt und bestimmt jedes Geschehen mit Weisheit. 9. Er untersagt Ehebruch ohne Rücksicht auf womöglich entstehende Güter. 10. Die Ehe ist von Natur aus auf die Gemeinschaft und auf das Wohl der Ehegatten sowie auf die Zeugung und Erziehung von Kindern hingeordnet. 11. 12. Die eheliche Vereinigung, 13, wird sehr oft durch Zwietracht und Untreue bedroht. 14, 15. Allerdings beruft Gott einige Männer und Frauen dem Herrn Jesus auf dem Weg der Jungfräulichkeit oder des Zölibats, um des Himmelreiches Willen zu folgen. 16, 17. Sie verzichten auf das große Gut der Ehe, um sich um die Dinge des Herrn zu kümmern und danach zu streben, ihm zu gefallen. 18. Das Bindemittel zwischen beiden Geschlechtern, die Liebe, lässt sich schwer beschreiben. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. 19. Sie kann sich auf das Gemeinwohl auswirken. 20. Sie besitzt eine Atmosphäre, welche die ursprünglichste, undurchdringlichste und verschlingendste des Menschen ist. 21. 22. Wer nicht liebt, wird wohl immer diesen Zustand suchen, welcher erst im Bruch von Regeln, Sitte, Widerständen 23 groß wird. 24. Wir finden heute aber nicht mehr den einen Richtigen, der auf Anhieb zu uns passt. 25. Dies mag sich auf unseren seelischen Zustand auswirken. 26. Jeder Mensch wird sich immer mit dem Thema Sex beschäftigen. 27.
Traditionen der Sexualmoral der Kirche 28 werden empört in Frage gestellt. 29. Oft wird das Thema der Sexualität der Lächerlichkeit preisgegeben und versucht, vom Thema abzulenken. 30. Schon die Zuordnung der beiden Begriffe Sexualität und Humanität lässt das Problem sichtbar werden. 31. Inhumane Sexualität ist abzulehnen. 32. Jeder wird in eine Geschlechtsrolle hineingeboren und trifft auf klassische Rollenmuster. 33. Es steht an einem selbst, die zu befürworten oder abzulehnen. 34. Jeder wirkt an diesem Muster mit. 35. Liebende können bis in die innerste Mitte ihres Wesens betroffen sein. 36, 37. Trotz kultureller Einheiten gibt es keine einheitliche Sexualnatur. 38. Einige Sünden stehen in schwerem Widerspruch zum Ehesakrament. 39, 40. Solche Sünden sind der Ehebruch, die Polygamie, die der gleichen Würde von Mann und Frau sowie der Einheit und Ausschließlichkeit der ehelichen Liebe widerspricht. Die Weigerung, fruchtbar zu sein, die das eheliche Leben um die Gabe der Kinder bringt, die Scheidung, die der Unauflöslichkeit der Ehe entgegensteht. 41. In manchen Fällen aber gestattet die Kirche, dass sich die Gatten dem Leib nach trennen. 42, 43. Falls das Zusammenleben aus schwerwiegenden Gründen unmöglich geworden ist, gestattet die Kirche die Trennung der Gatten dem Leib nach, obwohl sie wünscht, dass sie sich versöhnen. 44. Doch solange der Partner lebt, sind sie nicht frei, eine neue Ehe zu schließen. Es sei denn, ihre Ehe ist ungültig und wird von der kirchlichen Autorität für ungültig erklärt. 45. Die Kirche sieht sogar einen Ehebruch darin, wenn Geschiedene erneut heiraten. 46. Eine erneute Ehe besäße auch nicht den gleichen Stellenwert oder gleiche Rechte. 47. Widersprüchlich ist dabei das Zugeständnis, jeder Mensch hat das Recht, seine Freiheit auszuüben. 48, 49. Aber es heißt, das Recht, seine Freiheit auszuüben, ist jedem Menschen eigen, weil es untrennbar mit der Würde der menschlichen Person verbunden ist. 50. Darum ist dieses Recht immer zu achten, besonders in sittlichen und religiösen Belangen. 51. Es muss durch die staatliche Gesetzgebung anerkannt und innerhalb der Grenzen des Gemeinwohls und der gerechten öffentlichen Ordnung geschützt werden. 52. Zur unterhaltsamen Anreicherung dieses Unterhaltungspunktes dient ein Werk aus dem Anhang Musikproduktionen mit dem Unterpunkt 2. Fiktischkirche. Anhang Musikproduktionen. Punkt 2. Fiktischkirche. Dieses musikalische Werk erstellte ich vollständig selbst. Ich schrieb selbst den Text, sprach es selbst ein und produzierte es auch selbst. Ich gestaltete es also in seinem vollen Umfang selbst und selbstständig.
Lediglich für den musikalischen Hintergrund bearbeitete ich selbst ein fremdes Werk. Zur musikalischen Hinterlegung dieses Werkes bearbeitete ich das Original von Ivan Shaw mit dem Titel Dreamer Decide Instrumental. Ich lebe, wie ich will. Ich liebe, wen ich will. Ich bin meines Glückes Schmied, vielleicht gesteuert durch den Trieb. Doch ich liebe, wen ich will. Ich weiß genau, was ich will. Du wirst das nicht ändern können und mich in dieser Sache niemals ködern können. Also fick dich, Kirsche. Fick dich, Kirsche. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, Kirsche. Fick dich, Kirsche. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, Kirsche. Vielleicht bin ich ein frommer Mensch, aber in der Sache trage ich nicht einen Kelch. Ich weiß, wen und was und wo ich will. Von Beschränkungen halte ich nicht viel. Ich mache das, was ich auch will. Und mit dem, mit wem ich will. Du wirst das nicht ändern können. Und mich in dieser Sache auch nicht ködern können. Also fick dich, Kirsche. Fick dich, Kirsche. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, Kirsche. Fick dich, Kirsche. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, Kirsche. Gott ist gnädig und versteht mich. Eure Regel nur für Mensch ist. Ich lasse nicht für mich bestimmen. Ihr werdet mein Herz nie gewinnen. Ich lasse da nicht diskutieren. Da braucht ihr auch nicht spekulieren. Also fick dich, Kirsche. Fick dich, Kirsche. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, Kirsche. Fick dich, Kirsche. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, Kirsche. Fick dich, Kirsche. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, Kirsche. Fick dich, Kirsche. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, Kirsche. Fick dich, Kirsche. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, Kirsche. Fick dich, Kirsche. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, Kirsche. Wunderbar. Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Das ach, alles, was... Sie gehen mir auf den Sack, echt. Ja, you took a piece of my heart. I never thought that this could fall apart. You said you fell in love, and this was more than I had ever been afraid of. Another life, another happy ending. It cuts like a knife. Another place, another time, another.
another hand to touch, another sun to shine. You got me deeper than deep and I'm constantly blind. Das macht mich stolz und dankbar. Stop it. Jetzt folgen eigene bekannte musikalische Werke. Ich beginne mit... Hast du nicht ein Lied für mich? Ein musikalisches Werk, für das ich neben weiteren vor allem die Zitate des Stefan Raab nutzte und für den musikalischen Background Music and Sound Infinity Inspiration von Marco Nicola bearbeitete. Darauf folgt Wunderbar mit dem Interpreten Uli Hoeneß, angereichert mit weiteren Zitaten und der Instrumentalisierung durch Courtney Conway's Girly Girl. Anschließend spiele ich ein musikalisches Werk, bei dem ich mich hauptsächlich auf die Zitate des Entertainers Stefan Raab konzentrierte und zur musikalischen Hinterlegung The Power of Will von Roberto bearbeitete. Viel Spaß! Music and sound. Music and sound. Music and sound. Music and sound. Infinite inspiration. Infinite inspiration. Stefan, ich habe eine Frage und zwar wollte ich dich fragen. Hast du nicht ein Lied für mich? Piep, piep, piep. Ich hab dich lieb. Ja. Hast du nicht ein Lied für mich? Hast du nicht ein Lied für mich? Ja, ich danke auch und Stefan, bleib uns treu. Wir brauchen dich. Hast du nicht ein Lied für mich? Damit die Trucker mich aufhören. Hast du nicht ein Lied für mich? Ich fühle mich gut. Hast du nicht ein Lied für mich? Ja, das wundert mich auch. Hast du nicht ein Lied für mich? Hast du nicht ein Lied für mich? Ich habe dich beobachtet. Und du beobachtest mich. Hast du nicht ein Lied für mich? Stefan, ich habe eine Frage. Und zwar wollte ich dich fragen. Hast du nicht ein Lied für mich? Piep, piep, piep. Ich habe dich lieb. Ja. Hast du nicht ein Lied für mich? Hast du nicht ein Lied für mich? Ja, ich danke auch und Stefan, bleib uns treu, wir brauchen dich. Hast du nicht ein Lied für mich? Doch. Ja. Oder verstellst du dich gar nicht falsch? Ja, ich verstell mich ein bisschen. Hast du nicht ein Lied für mich? Hast du nicht ein Lied für mich? Das hatte ich nicht verhört. Hast du nicht ein Lied für mich? Also, ich möchte mich bei einigen Leuten bedanken, die sehr wichtig für mich und für meine Karriere waren. Hast du nicht ein Lied für mich? Hast du nicht ein Lied für mich? Ich fühle mich sehr geehrt. Hast du nicht ein Lied für mich? Hast du nicht ein Lied für mich? Stefan, ich habe eine Frage und zwar wollte ich dich fragen. Hast du nicht ein Lied für mich? Piep, piep, piep. Ich habe dich lieb. Ja. Hast du nicht ein Lied für mich? Hast du nicht ein Lied für mich? Ja, ich danke auch und Stefan, bleib uns treu, wir brauchen dich. Hast du nicht ein Lied für mich? Ich will jetzt mal wissen, was die von mir haben, was die alles über mich wissen. Hast du nicht ein Lied für mich? Genau, also dann lassen Sie mich bitte ausreden. Hast du nicht ein Lied für mich? Hast du nicht ein Lied für mich? Ja, was grinst du mich an, ne? Hast du nicht ein Lied für mich? Danach kamen Zuschauer und Trainer von Mannschaft B auf den Platz gelaufen, umringten und bedrängten mich. Hast du nicht ein Lied für mich? Hast du nicht ein Lied für mich? Infinite Inspiration, Infinite Inspiration. Stefan, ich habe eine Frage und zwar wollte ich dich fragen. Hast du nicht ein Lied für mich? Piep, piep, piep. Ich hab dich lieb. Ja. Hast du nicht ein Lied für mich? Hast du nicht ein Lied für mich? Ja, ich danke auch und Stefan, bleib uns treu. Wir brauchen dich. Hast du nicht ein Lied für mich? Das hat sich gelohnt. Hast du nicht ein Lied für mich? Und so kann er sich vieles leisten. Hast du nicht ein Lied für mich?
So hört sich das an. Hast nicht ein Lied für mich? Hast nicht ein Lied für mich? Und jetzt fragen Sie sich natürlich. Hast nicht ein Lied für mich? Hast nicht ein Lied für mich? Stefan, ich habe eine Frage und zwar wollte ich dich fragen. Hast nicht ein Lied für mich? Piep, piep, piep. Ich habe dich lieb. Ja. Hast nicht ein Lied für mich? Hast nicht ein Lied für mich? Ja, ich danke auch und Stefan, bleib uns treu. Wir brauchen dich. Hast nicht ein Lied für mich? Also für sich selber. Hast nicht ein Lied für mich? So, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Hast nicht ein Lied für mich? Hast nicht ein Lied für mich? Menschen überwacht werden, werden unsicher. Sie verlieren ihr Selbstbewusstsein, weil sie sich überwacht fühlen. Hast nicht ein Lied für mich? Er hört sich wunderbar an. Hast nicht ein Lied für mich? Nichts wird sich ändern, solange er am Leben ist. Hast nicht ein Lied für mich? Fettes Arschgesicht. Hast nicht ein Lied für mich? Stefan, ich habe eine Frage und zwar wollte ich dich fragen. Hast nicht ein Lied für mich? Piep, piep, piep. Ich habe dich lieb. Ja. Hast nicht ein Lied für mich? Hast nicht ein Lied für mich? Ja, ich danke auch und Stefan, bleib uns treu. Wir brauchen dich. Infinite Inspiration, Infinite Inspiration. Music and sound. Music and sound. Music and sound. Wunderbar, wunderbar. Dann fahren alle mal auf den Chat. Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Das ach, alles, was... Nein, sie gehen mir auf den Sack, ey. Ja, wunderbar, wunderbar. Dann fahren alle mal auf den Chat. Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Das ach, alles, was... Nein, sie gehen mir auf den Sack, ey. Ja, wunderbar, wunderbar. Dann fahren alle mal auf den Chat. Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Das ach, alles, was... Nein, sie gehen mir auf den Sack, ey. Ja, keinerlei Verantwortung hat für das, was wir in diesem Stadion machen. 15.000 Menschen bei der letzten Demonstration von Pegida. Mehr als 99% von ihnen geht es um Fußball und nicht um Gewalt. Da hört sich wunderbar an. Populistische Geschichte. Das ist eine populistische Scheiße. Das sind abendfüllende Vorträge, um das zu beantworten. Das muss ich mal ganz deutlich sagen. Wir brauchen euch als Freunde. So etwa kann ich mir vorstellen, als es vor 10 Jahren bei den 60ern übers Grünwalder Stadion ging. Da war dann erstmal Licht aus. Da wurde auch diese alte, schöne Welt. Dann fahren alle mal auf den Chat. Wunderbar. Dann fahren alle mal auf den Chat. Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Das ach, alles, was... Nein. Sie gehen mir auf den Sack, ey. Ja, Regionalliga und ich gehe wieder nach Weinheim. Frau Merkel sagt, wir schaffen das. Und ich will doch nicht mehr gegen Chelsea spielen. Eliminated. Dann gehen wir doch wieder dahin. Die Fans wollen gehört werden. Dann müsst ihr euch aber einen neuen Vorstand holen. Mit uns eben nicht. Du traust dich nachher nicht ins Sportheim, um dein Geld zu holen. Und das, finde ich, war gerade wirklich ein Bericht, der mal auch versucht, ein bisschen realistischer das Ganze auch darzustellen. Hat mir gut gefallen. Eure scheiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir. Angstzustände. Der berühmte schwarze Mann. Wunderbar. Dann fahren alle mal auf den Chat. Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Das ach, alles, was... Nein. Sie gehen mir auf den Sack, ey. Ja, No girly girl, no.
Was glaubt ihr eigentlich, was wir das ganze Jahr über machen? Autobomben. Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Crime. Komm, lass mal gemeinsam irgendwo einmarschieren und irgendwas wegbomben. Destroy. Es geht nur gemeinsam. Damit wir euch für 7 Euro in die Südkurve gehen lassen können. Die Fans sind die Seele des Spiels. Der Funktionär und der Fan. Der Ultra. Was glaubt ihr eigentlich, der euch alle finanziert? Die Amerikaner. Stark. Pakistani. Ja. Der berühmte schwarze Mann. Die Leute in der Logenbitte, die Gelder aus der Tasche ziehen. Die kommt aus dem Nichts. Ganz einfache Lösung. Ohne die hätten wir nämlich keine Allianz Arena. Und das ist populistisch. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Dann fahren alle mal auf den Schild. Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Das ach, alles, was... Nein, nein. Die gehen mir auf den Sack, ey. Jetzt wieder im Steh und Ei spielen. Frau Merkel sagt, wir schaffen das. Dann würden wir gegen Wolfen Wanderers 12.000 Zuschauer haben. Ich rede mit dir. Merkst du das nicht oder was? Dann müsst ihr diesen Verein euch suchen, der demnächst vielleicht in der dritten Liga spielt. Mit einer plakativen Aktion entscheide ich doch, wie wir das mit Leben erfüllen. Und das sind die Vereine vor Ort. Wenn ich dann höre, bei 1860 ist das alles so toll. Na, du, was grinst du mich an, ne? Das Stadion als gewaltfreie Zone. Der Verein ist mehr oder weniger pleite und wir haben ihn am Leben erhalten. Licht aus. Geht schnell, ne? Wunderbar, wunderbar. Dann fahren alle mal auf den Schild. Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Das ach, alles, was... Ja, nein, sie gehen mir auf den Sack, ey. Ain't no girly girl. Die Amerikaner. Fans, die von gestern leben. Wir sind Freunde der USA. Ja, das muss ich euch mal sagen. Was also glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Ja, ja. Es kann doch nicht sein, dass wir hier kritisiert werden, dafür, dass wir uns seit vielen Jahren den Arsch aufreißen, dass wir dieses Stadion hingestellt haben. Gerommelkaserne. Das ach, alles, was... Sie, nein, nein. Sie gehen mir auf den Sack, ey. Aber das hat 340 Millionen Euro gekostet. Unser Held im Himbeerfeld. Glauben Sie das? Und das ist nur mal mit 7 Euro in der Südkurve nicht zu finanzieren. Die Frage ist, können wir das alles wirklich leisten? Und das ist eine der wichtigsten Fragen. Schweigen. Wunderbar. Wunderbar. Dann fahren alle mal auf den Schild. Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Das ach, alles, was... Ja, sie gehen mir auf den Sack, ey. Leute bei mir in der Sendung, die hässlicher sind als ich. Ich rede ja so, wie es mir gerade einfällt und überlege auch gerne mal innerhalb der Sätze, was ich als nächstes sage. Gestreckt durch ein galantes Warum? Warum? Ich kenne warum. Sie no. Sie nein. Ich kenne warum. Das geht auch gar nicht darum. Glauben Sie das? Ich rede mit dir. Merkst du das nicht oder was? Dann wäre ja alles
alles, was ich bis dato gemacht habe, erfolgreich geworden ist es aber nicht. Und woher wissen Sie das? Glauben Sie das? Für mich wäre es ein Erfolg, das, was wir machen, sozusagen auch in einer Beständigkeit zu etablieren. Ja. Es gibt Gerüchte, dass, wenn dein Vertrag bei ProSieben ausläuft, eine Samstagabendshow moderieren. Wie lösen wir was für Probleme? Wie konnte das passieren? Mit eben ja ganz gezielter Werbung bombardieren. Und das ist nun mal mit 7 Euro das ist zu finanzieren. Raab kann nicht nur moderieren. Warum? Warum? Ich kenne warum. Sie no. Sie nein. Ich kenne warum. Das geht ja, auch gar nicht mehr. Glauben Sie das? Ich rede mit dir. Merkst du das nicht oder was? Dann wäre ja alles, alles, was ich bis dato gemacht habe, erfolgreich geworden. Ist es aber nicht. Und woher wissen Sie das? Glauben Sie das? Die Frage ist, können wir das alles wirklich leisten? Und das ist eine der wichtigsten Fragen. Ja, das muss ich gleich mal sagen. Und hat mir halt mit dem gezielten Schlag dann auf den Kehlkopf geschlagen. Das muss ich mal ganz deutlich sagen. Ich meine, ich bin ja der Autor, ich muss ja eigentlich wissen und ich kann nur sagen... Okay, ich wollte fragen... Den nächsten Contest hier auszutragen. Stadt Köln. Was würde für diese tolle Stadt sprechen, diesen Contest hier auszutragen? Also, aus der jetzigen Warte kann ich mich nur wirklich nicht beklagen. Warum? Warum? Ich kenne warum. Sie no. Sie nein. Ich kenne warum. Das geht ja, auch gar nicht mehr. Glauben Sie das? Ich rede mit dir. Merkst du das nicht oder was? Dann wäre ja alles, alles, was ich bis dato gemacht habe, erfolgreich geworden. Ist es aber nicht. Und woher wissen Sie das? Glauben Sie das? Warum? Warum? Ich kenne warum. Sie no. Sie nein. Ich kenne warum. Das geht auch gar nicht mehr. Glauben Sie das? Ich rede mit dir. Merkst du das nicht oder was? Dann wäre ja alles, alles, was ich bis dato gemacht habe, erfolgreich geworden. Ist es aber nicht. Und woher wissen Sie das? Glauben Sie das? Hallo Welt! In der Welt geschieht so vieles und leider geht vieles davon zwangsläufig an einem vorbei. Bei manchen Themen mag das wirklich schade sein. Daher spreche ich hiermit gerne eine Einladung für alle wichtigen Anliegen und ebenso an alle eventuellen Interviewpartner aus. Leider kann ich auch nicht auf alles reagieren, was auf der Welt geschieht. Doch ich bin für jedes Thema offen und womöglich lohnt sich das Anschreiben. Gleiches gilt für alle Musiker. Gerne könnt ihr mich bezüglich eurer Kompositionen kontaktieren. Vielleicht lässt sich davon irgendwas verwenden. Ähnliches gilt für alle möglichen Belange, die mich vielleicht teilweise derzeit noch gar nicht erreichen mögen. Eine kurze Nachricht reicht.
Ich freue mich. Wunderbar, wunderbar. Dann hören alle mal den Chat. Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Das ach, alles, ja, was... Sie gehen mir auf den Sack, echt. You took a piece of my heart. I never thought that this could fall apart. You said you fell in love, and this was more than I had ever been afraid of. Another life, another happy ending. It cuts like a knife. Another place, another time, another hand to touch, another sun to shine. You got me deeper than deep, and I'm constantly blind. Das macht mich stolz und dankbar. Stop it. Jetzt folgen eigene bekannte musikalische Werke. Ich beginne mit meine Wutrede zum Pokémon Special. Zur musikalischen Hinterlegung bearbeitete ich für diese Version Urbana Metronica Vuyermix von Spinning Merkaba. Darauf folgt ich will dich so sehr, fantastisch, yeah. Ein musikalisches Stück, bei dem ich mich neben weiteren insbesondere auf die Zitate von Anke Engelke bezog und für die musikalische Umwandlung Walk in the City von Lance Field bearbeitete. Anschließend spiele ich vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal. Meine Zitatsammlung zum Thema Datenschutz mit der Instrumentalisierung durch eine von mir bearbeitete Version des Originals Fall Wind von Zupet. Danach lasse ich hören Pokémon Sportskanone. Ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk, bei dem ich zur musikalischen Hinterlegung A Violin Song von Lance Field bearbeitete. Und last but not least meine Wutrede zum Special Kükenschreddern zur musikalischen Untermalung dieser Version bearbeitete ich Little Penguin von Godonark. Viel Spaß! Pokémon. Es wird dunkel in Deutschland. All das gibt es. Als Zeichen der Demut. Er hört sich wunderbar. Da reicht die Freundesliste aus. Da war dann erstmal Licht aus. Auch tagsüber. Und das ist nun mal mit 7 Euro in der Südpolitik zu finanzieren. Ich verstehe die Kritiker über Ergebnis. The action of a policeman is lazing in his car in central Stockholm. Bitte, bitte, sag mal doch mal, was hast du gesagt? Laugh. Pokémon.
Die Menschen erkennen kaum noch die eigene Hand vor Augen. Angstzustände, Furcht im Dunkeln auf die Straße zu gehen. Gewalt an sich ist sicherlich ein gesellschaftliches Phänomen. Haben keine Mut an Worten! Polizei verhindert Massenschlägerei. Weil sie permanent auf ihr Smartphone starren. Ich habe immer die Schuld! Kaum einer ahnt, was alles über ihn gespeichert ist. Der hört sich wunderbar an. Hey, komm, lass mal gemeinsam irgendwo einmarschieren und irgendwas wegbomben. Frau Merkel sagt, wir schaffen das. Pokémon. Die Anhänger einer neuen Gemeinde beginnen, eine andere Realität aufzubauen. Auch im digitalen Raum. Auf welchen Links sich die Software runterladen? Das ist unser neues Ordnungssystem. Das kann, wenn überhaupt, nur Europa. Die Yeti. In der Frucht werden erstaunliche Monster zu finden sind. Die Yeti. Hex. USA. 15.000 Menschen bei der letzten Demonstration von Pegida. Ja. Pakistani. Rommelkaserne. Pokémon. Es handelt sich um einen Hai. Angespielte Mensch, Orgespiele Walter und Orgespiel Trapatoni. Der revolutionäre Zügezeig. Aber das hat 340 Millionen Euro gekostet. Kann ich den Laden auch zumachen? Das bringt nichts. Ja, das muss ich euch mal sagen. Kriegen Sie gar nicht mit. Mit uns eben nicht. Pokémon. Pokémon. Immer mehr Menschen verbinden sich. Dann wird man gegen Bolton Wanderers 12.000 Zuschauer haben. Diese alte, schöne Welt. Es geht nur gemeinsam. Und du kleiner Blindvogel, darfst auch mitspielen? Gibt noch, das nehme ich jetzt mit. Einen Vermittlungsbedarf. 15.000 Menschen bei der letzten Demonstration von Pegida. Pokémon. Gegner sind schnell auszumachen und stellen sich offen belächelt entgegen. Du traust dich nachher nicht ins Sportheim, um dein Geld zu holen. Ja, du, was grinst du mich an, ne? Das ist eine populistische Scheiße. Was lachst du? Nichts wird uns im Weg stehen. Pokémon. Die Anhänger begeben sich auf eine Reise, deren Ende niemand kennt. Wer kann machen, machen. Wer kann nicht machen, sprechen. Wer kann nicht sprechen, nicht schreiben. Wir wissen nicht, und wir können nicht schreiben. Nach 30 Jahren.
Ketten in 13-Jähriger in 2 Minuten, die man Trojaner stellt. Das Risiko geht ja auch am Schutz vorbei. Die dunkle Seite. Die kommt aus dem Nichts. Die Menschen sind total nackt. Die Pizzabestellung von morgen. Pokémon. Sie wärmen ihre Eier, schütteln ihre Bälle, haben stets einen Sack dabei und setzen mutig einen Fuß vor den anderen. Allein das Gefühl, ständig überwacht werden zu können von allen möglichen Leuten, führt dazu, dass wir uns angepasster verhalten. Alles super. Das brauchen wir, um unsere Lieferzeiten zu koordinieren. Das sind abendfüllende Vorträge, um das zu beantworten. All das gibt es. Pokémon. Sie kämpfen gegen Monster, gegen alltägliche Übel, die viel gefährlicher sind als alle Chefs, Polizisten, Lehrer, Professoren und Politiker sein können. Die Yeti. Dann würden wir gegen Bolton Wanderers 12.000 Zuschauer haben. Allen Social Media Plattformen. Ich sie, dich sie. Alle anderen in Europa gucken in die Röhre. Was kann denn überhaupt nur Europa? Pokémon. Pokémon. Diese Begegnung wird schrumpflich geführt. Albert, Janka und Ziegler. Ihr müsst ja nicht vergessen, Ziegler. Diese alte, schöne Welt. Es geht nur gemeinsam. Diese Spieler, wahre Spieler, müssen zeigen, hier ist in Wien, Samstag. Diese Spieler müssen zeigen mich. Es sei die Fans, müssen alleine das Spiel gewinnen. Pokémon. Alle Leute behalten stets ihren Zauberstab in der Hand. Es geht nur gemeinsam. Einig Mario, einig der andere Mehmet. Was erlaubt Strunz? Diese alte, schöne Welt. Es gibt Spieler wie 2 oder 3, die diese Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Pokémon. Manch einer vergisst dabei die Zeit und er begibt sich in unglückliche Rollen. Das sind wir uns alle einig. Hey, hier gibt's Neuigkeiten. Ich kann aber auch den anderen Weg gehen und kann sagen, wir lassen alles offen. Auf Snow! Aber wenn du ihn tötest, Katniss. Also ich empfehle Ihnen die Tofu-Brokkoli. Einfach knacken. Pokémon.
Pokémon. Das Ganze geht so lange, bis die Internetverbindung zusammentritt oder der Akku aufgibt. Internet, Akku. Pokémon. Bis die Internetverbindung zusammenbricht oder der Akku aufgibt. Da ist gar nichts toll. All das gibt es. Der hört sich wunderbar an. Wir wissen nicht genau, was der Hintergrund ist, aber wir können nur vermuten, dass es um die Frage letztendlich geht, Leute subtil zu mobben und sie damit entsprechend im Griff zu haben. Allein das Gefühl, ständig überwacht werden zu können von allen möglichen Leuten, führt dazu, dass wir uns angepasster verhalten. Glauben Sie das? Aber das hat 340 Millionen Euro gekostet. Pokémon. Wer sich in kein höheres Datenpaket buchen lässt oder zusätzliche Akkus kauft, hat schnell das Nachsehen. Licht aus. Geht das denn? Aber das hat 340 Millionen Euro gekostet. Und das ist nun mal mit 7 Euro in der Südkurve nicht zu finanzieren. Einfach alles. Nicht umsonst gewesen. Normalerweise populistische Geschichte. Unser Held im Himbeerfeld. Stickerbammer. Schweigen. Oh, ich will dich so sehr. Also wir sind auch alle überrascht und wir freuen uns natürlich sehr. Oh, ich will dich so sehr. Was nehmen wir mehr? Oh, ich will dich so sehr. Moderator ist ja mehr. Oh, ich will dich so sehr. So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Oh, ich will dich so sehr. Was nehmen wir mehr? Oh, ich will dich so sehr. Oh, ich will dich so sehr. Oh, ich will dich so sehr. Ich will dich so sehr. Oh, ich will dich so sehr. Oh, ich will dich so sehr. Ich will dich so sehr. Vom Metzgerlehrling zum Wok-Weltmeister und Selfmade-Millionär. Oh, ich will dich so sehr. Ich fühle mich sehr geehrt. Oh, ich will dich so sehr. Ich könnte sagen, wir machen keinen Bluetooth mehr, machen keinen Medienaustausch mehr. Oh, ich will dich so sehr. Sigler ist eines bisschen mehr Mehmet, mehr
Ey, Basler. Oh, ich will dich so sehr. Ich fühle mich sehr geehrt. Oh, ich will dich so sehr. Und Selfmade-Millionär. Oh, ich will dich so sehr. Oh, ich will dich so sehr. Oh, ich will dich so sehr. Ich will dich, will dich, will dich, will dich. Oh, ich will dich so sehr. Oh, ich will dich so sehr. Oh, ich will dich so sehr. Ich will dich, will dich, will dich, will dich. Oh, ich will dich so sehr. Albert, Janka und Ziegler. Ihr müsst ja nicht vergessen, Ziegler. Oh, ich will dich so sehr. Ich bin müde, Albert. Warte, diese Spiele. Verteidige diese Spiele. Oh, ich will dich so sehr. Oh, ich will dich so sehr. Wissen Sie, warum die Italien-Mannschaft kauft nicht diese Spieler? Oh, ich will dich so sehr. Es gibt Spieler wie zwei oder drei, die diese Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Oh, ich will dich so sehr. Wie eine Flasche leer. Oh, ich will dich so sehr. Wie eine Flasche leer. Oh, ich will dich so sehr. Oh, ich will dich so sehr. Oh, ich will dich so sehr. Ich will dich, will dich, will dich, will dich. Oh, ich will dich so sehr. Oh, ich will dich so sehr. Oh, ich will dich so sehr. Ich will dich, will dich, will dich, will dich. Oh, ich will dich so sehr. Oh, ich will dich so sehr. Ist ja ungefähr. Oh, ich will dich so sehr. Dann sag ich, ich fahr da mit dem chinesischen Bock runter. Oh, ich will dich so sehr. Da muss man auch hinfahren, um ein bisschen Spaß zu haben, oder? Oh, ich will dich so sehr. Letzte Jahre Meister geworden mit Amann, in der Liga. Oh, ich will dich so sehr. Ist ja ungefähr. Oh, ich will dich so sehr. Ist ja ungefähr. Oh, ich will dich so sehr. Ist ja ungefähr. Oh, ich will dich so sehr. Oh, ich will dich so sehr. Oh, ich will dich so sehr. Ich will dich, will dich, will dich, will dich. Oh, ich will dich so sehr. Oh, ich will dich so sehr. Oh, ich will dich so sehr. Ich will dich, will dich, will dich, will dich. Oh, ich will dich so sehr. USA. Pizza, Pizza, Pizza. Wir brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Wir brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Dann hätte ich die Sicherheit maximal. Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal. Auf welchen Links muss ich die Software runterladen? Einfach knacken, einfach knacken. Die Bahn, die Telekom oder auch Lidl. Die haben natürlich kein Interesse daran, dass wir in Europa jetzt ein Datenschutzgesetz verabschieden, das den Datenschutz eher manifestiert. Das brauchen wir, um unsere Lieferzeiten zu koordinieren. Die lösen wir das Problem, wie konnte das passieren? Mit eben ja ganz gezielter Werbung zu bombardieren. Solange die klassische Entsorgungswege nicht funktionieren. Bombardieren, bombardieren. Auf welchen Links muss ich die Software runterladen? Einfach knacken, einfach knacken. Europa. USA. Pizza, Pizza, Pizza. Oh. Es ist alles da. Wir brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Dann hätte ich die Sicherheit maximal. Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal. Europa. USA. Pizza, Pizza, Pizza. Dann hätte ich die Sicherheit maximal. Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal. Die
Bahn, die Telekom oder auch Lidl, alles Unternehmen, von denen wir in letzter Zeit erfahren haben, dass sie ihre Beschäftigten ausspioniert oder zumindest deren Daten missbraucht haben. Und damit kann man dann doch ganz gut was machen. Millionen von Menschen überwachen. Millionen, 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 Millionen von Menschen überwachen. Einfach knacken. Auf welchen Links will ich die Software runterladen? Auf welchen Links will ich die Software runterladen? Wir wissen nicht genau, was der Hintergrund ist, aber wir können nur vermuten, dass es um die Frage letztendlich geht, die Leute subtil zu mobben und sie dann entsprechend im Griff zu haben. Auf welchen Links will ich die Software runterladen? Einfach knacken. Auf welchen Links will ich die Software runterladen? Auf welchen Links will ich die Software runterladen? Einfach knacken. Einfach knacken. Einfach knacken. Einfach knacken. Einfach knacken. Ihre Beschäftigten ausspioniert oder zumindest deren Daten missbraucht haben. Ganz gut, was machen? Millionen von Menschen überwachen. Die Leute subtil zu mobben und sie dann entsprechend im Griff zu haben. Auf welchen Links will ich die Software runterladen? Einfach knacken. Einfach knacken. Einfach knacken. Europa. USA. Pizza, Pizza, Pizza. Brauchen nichts mehr kaufen. Alles da. Brauchen nichts mehr kaufen. Alles da. Da hätte ich die Sicherheit maximal. Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal. Auf welchen Link die Software runterladen? Einfach knacken. Einfach knacken. Die Bahn, die Telekom oder auch Lidl. Die haben natürlich kein Interesse daran, dass wir in Europa jetzt ein Datenschutzgesetz verabschieden, das den Datenschutz eher manifestiert. Das brauchen wir, um unsere Lieferzeiten zu koordinieren. Wir lösen aber das Problem hier mit eben ja, ganz gezielter Werbung zu bombardieren. Dann die klassische Sorgung. Bombardieren, bombardieren. Auf welchen Links will ich die Software runterladen? Einfach knacken, einfach knacken. Europa. USA. Pizza, Pizza, Pizza. Wir brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Wir brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Dann hätte ich die Sicherheit maximal. Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal. Europa. USA. Pizza, Pizza, Pizza. Dann hätte ich die Sicherheit maximal. Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal. Schon ein Niveau, wo die Leute gerade so kurz halten, dass sie sozusagen noch überleben, aber nicht mehr genug Freiraum haben, um sozusagen drüber hinaus zu demonstrieren. Das brauchen wir, um unsere Lieferzeiten zu koordinieren. Wie lösen wir das Problem? Wie konnte das passieren? Mit eben ja, ganz gezielter Werbung zu bombardieren. Das brauchen wir, um unsere Lieferzeiten zu koordinieren. Wie lösen wir das Problem? Wie konnte das passieren? Mit eben ja, ganz gezielter Werbung zu bombardieren. Und dann die klassischen Sorgungswege nicht funktionieren. Ganz gezielter Werbung bombardieren. Tagelang. Dauert, hat viel Geld gebracht, die haben natürlich kein Interesse daran, dass wir in Europa jetzt ein Datenschutzgesetz verabschieden, das den Datenschutz eher manifestiert. Bombardieren, bombardieren. Das brauchen wir, um unsere Lieferzeiten zu koordinieren. Bombardieren, bombardieren. Die haben natürlich kein Interesse daran, dass wir in Europa jetzt ein Datenschutzgesetz verabschieden, das den Datenschutz eher manifestiert. Was glaubt ihr eigentlich, wer euch alle finanziert? Mit ganz gezielter Werbung bombardieren. Explodieren, explodieren. Und das ist nun mal mit 7 Euro in der Südkurve nicht. Europa. USA. Pizza, Pizza, Pizza. Wir brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Wir brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Dann hätte ich die Sicherheit maximal. Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal. Auf welchen Links will ich die Software runterladen? Einfach knacken, einfach knacken. Die Bahn, die Telekom oder auch Lidl. Die haben natürlich kein Interesse daran, dass wir in Europa jetzt ein Datenschutzgesetz verabschieden, das den Datenschutz eher manifestiert. Das brauchen wir, um unsere Lieferzeiten zu koordinieren. Wie lösen wir das Problem? Wie konnte das passieren? Mit eben ja, ganz gezielter Werbung zu bombardieren. Solange die klassischen Entsorgungswege nicht funktionieren. Bombardieren, bombardieren. Auf welchen Links will ich die Software runterladen? Einfach knacken, einfach knacken. Europa. USA. Pizza, Pizza, Pizza. Wir brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Wir brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Dann hätte ich die Sicherheit maximal. Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal. Europa. USA. Pizza, Pizza, Pizza. Dann hätte ich die Sicherheit maximal. Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal. Wir
redet in der Öffentlichkeit, im ICE, auf Facebook über eure Firma? Pizza Paradies, Tom am Apparat? Ja, ich sehe schon, die Prosciutto kostet bei Ihnen extra. Wir brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Das kann, wenn überhaupt, nur Europa. USA, 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 USA. Europa, Europa. USA. Pizza, Pizza, Pizza. Wir brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Wir brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Dann hätte ich die Sicherheit maximal. Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal. Sie sind Menschen und wir sind jeden Tag belästigt. Kaum einer ahnt, was alles über ihn gespeichert ist. Wenn dann genug Freunde angeben, dass man schwul ist, dann kann man rückrechnen, dass man das wahrscheinlich selber auch ist. Dass man das wahrscheinlich selber auch ist. Wohin geht das eigentlich? Wohin geht das eigentlich? Sie sind Menschen und wir sind jeden Tag belästigt. Menschen belästigt. Das macht man in der Regel die Kombination von dem Datenaufwand und dem Auszug. Wenn der System bei Totalverlust eine Woche braucht, bis wieder am Start ist, wohin geht das eigentlich? Wohin geht das eigentlich? Menschen belästigen. Europa. USA. Pizza, Pizza, Pizza. Wir brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Wir brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Dann hätte ich die Sicherheit maximal. Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal. Auf welchen Links sich die Software runterladen? Einfach knacken. Die Bahn, die Telekom oder auch Lidl. Die haben natürlich kein Interesse daran, dass wir in Europa jetzt ein Datenschutzgesetz verabschieden, das den Datenschutz eher manifestiert. Das brauchen wir, um unsere Lieferzeiten zu koordinieren. Wie lösen wir das Problem? Wie konnte das passieren? Mit ganz gezielter Werbung zu bombardieren. Solange die klassischen Entsorgungswege nicht funktionieren. Bombardieren. Auf welchen Links sich die Software runterladen? Einfach knacken. Europa. USA. Pizza. Brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Es ist alles da. Dann hätte ich die Sicherheit maximal. Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal. Europa. USA. Pizza. Dann hätte ich die Sicherheit maximal. Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal. Aber sonst kann man auf Grundrechte in Europa fröhlich verzichten und nichts passiert. Eure Datenschutzbehörde, die wird uns nicht reinfuschen. Aber sonst kann man auf Grundrechte in Europa fröhlich verzichten und nichts passiert. Eure Datenschutzbehörde, die wird uns nicht reinfuschen. Das Risiko. Ich muss akzeptieren Kritiker, ja. Ergebnis Kritiker, Fehler, ja. Man ist übers System der Training. Terroristenscoring. Der Chamäleonweg 11 in 10629 Berlin. Terroristenscoring. Hätten den 13-Jähriger in 2 Minuten immer einen Trojaner erstellt. Auch bei der Deutschen Post kann man Daten bestellen. Auch bei der Deutschen Post kann man Daten bestellen. Oh. Europa. USA. Pizza. Wir brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Dann hätte ich die Sicherheit maximal. Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal. Auf welchen Links muss ich die Software runterladen? Einfach knacken. Die Bahn, die Telekom oder auch Lidl. Die haben natürlich kein Interesse daran, dass wir in Europa jetzt ein Datenschutzgesetz verabschieden, das den Datenschutz eher manifestiert. Das brauchen wir, um unsere Lieferzeiten zu koordinieren. Wie lösen wir das Problem? Wie konnte das passieren? Mit ganz gezielter Werbung zu bombardieren. Solange die klassische Entsorgungswege nicht funktioniert. Bombardieren. Auf welchen Links sich die Software runterladen? Einfach knacken. Europa. USA. Pizza. Wir brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Dann hätte ich die Sicherheit maximal. Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal. Europa. USA. Pizza. Dann hätte ich die Sicherheit maximal. Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal. Thank you.
Pokémon Sportkanone, besser als Wasserpistolen. Pokémon Sportkanone, ich werde sie alle holen. Pokémon Sportkanone, Schritt für Schritt zum nächsten Ziel. Pokémon Sportkanone, es ist mehr als nur ein Spiel. Jeder Schritt ist revolutionär und bleibt total legendär. Mehr Zeit als in jedem Fitnessstudio verbringt man mitten im Straßendeko. LKWs hupen nur aus Spaß. Die Feuerwehr macht mich nicht nass. Heute Abend geht noch was. Die Polizei mischt doch mit Wissenschaft. Pokémon Sportkanone, besser als Wasserpistolen. Pokémon Sportkanone, ich werde sie alle holen. Pokémon Sportkanone, Schritt für Schritt zum nächsten Ziel. Pokémon Sportkanone, es ist mehr als nur ein Spiel. Ich verliere hier viele Pfunde, 300 Kilokalorien in der Stunde. Jede Woche ist ein Kilo weg. Dann ist Winter, ist auch kein Speck. Im Frühling dann der nächste Hype. Die Bikini-Figur ist nicht mehr weit. Nur noch 1000 Pokémon sammeln, dann sieht man mich im Wasser sammeln. Pokémon Sportkanone, besser als Wasserpistole. Pokémon Sportkanone, ich werde sie alle holen. Pokémon Sportkanone, Schritt für Schritt zum nächsten Ziel. Pokémon Sportkanone, es ist mehr als nur ein Ziel. Jedes Jahr das gleiche Spaß. Pokémon, ich gebe Gas. Bald wird mir die Welt gehören. Ich werde jedes Turnier stören. Diese Welt gefällt mir sehr. Daher bleibe ich für immer hier. Doch eines Tages ist der Akku leer. Dann bin ich weg. Es geht nicht mehr. Pokémon Sportkanone, besser als Wasserpistolen. Pokémon Sportkanone, ich werde sie alle holen. Pokémon Sportkanone, Schritt für Schritt zum nächsten Ziel. Pokémon Sportkanone, es ist mehr als nur ein Spiel. Pokémon Sportkanone, besser als Wasserpistolen. Pokémon Sportkanone, ich werde sie alle holen. Pokémon Sportkanone, Schritt für Schritt zum nächsten Ziel. Pokémon Sportkanone, es ist mehr als nur ein Spiel. Sehr geehrte Eierwärmer. Und woher wissen Sie das? Verstehen Sie? Wann kann er es machen? Warum? Ja, was glaubt ihr eigentlich? Väter Kuschler. 100%. Circa 300 Seiten davon sind allein gelöschte Daten gewesen. Also Dinge, die eigentlich gar nicht mehr da sein sollten. Nach 13 Jahren schreiben. Tippen. Na, du, was grinst du mich an, ne? Was lachst du? 50 Millionen. Und Kükenschänder. Du Arsch, du Wichser. Crime. Destroy. Eliminated. Frau Merkel sagt, wir schaffen das. Wir sind Freunde der USA. Es geht um Mord, Totschlag und Kinderschänden. 15.000 Menschen bei der letzten Demonstration von Pegida. Autobomben, die Amerikaner. Frau Merkel sagt, wir schaffen das. Wir sind Freunde der USA. 50 Millionen.
gezielte Mordanschläge. Weil ich genau die gleichen Rechte habe wie du. Kein heiliger Krieg. Wir haben keine Angst vor dem Islamischen Staat. Um uns aufzuhalten, errichtet Präsident Snow ein Minenfeld aus Fallen. Dann würden wir gegen Bolton Wanderers 12.000 Zuschauer haben. Cool, machen wir nicht mit. Die Rede ist vom sogenannten Kückenschreddern. Das ist eine populistische Scheiße. Direkt ins Gesicht gespuckt. Was lachst du? 50 Millionen. Dieses Wort ist so furchtbar, dass es mir Microsoft Word sogar als falsch anzeigt. Es kann doch nicht sein, dass wir hier kritisiert werden dafür, dass wir uns seit vielen Jahren den Arsch aufreißen. Ich kann kritisieren Sie, aber ich kann nicht akzeptieren die Kritiker über Profi unsere Arbeit. Das ist populistisch. Das ist so der Klassiker. Das macht Probleme. Ich verstehe die Kritiker über Ergebnis. 50 Millionen. Ich habe selbst überhaupt keinen Ausdruck für diese jämmerliche, herzlose Tierquälerei. Das sind abendfüllende Vorträge, um das zu beantworten. All das gibt es. Alles super. Da hört sich wunderbar an. Das muss ich mal ganz deutlich sagen. Da sind wir uns alle einig. Und da war dann erstmal Licht aus. 50 Millionen. Das andere ist Standard. Die Menschen sind total nackt. Die Pizzabestellung von morgen. Erfahrung top. Eure Scheißstimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir. Ganz einfache Lösung. Ich habe fertig. Ich weiß, ich kenne, sage auch die Namen. Ich bin immer verletzt. Licht aus. Na super. Normalerweise populistische Geschichten. Das finde ich war gerade wirklich ein Bericht, der mal auch versucht, ein bisschen realistischer das Ganze auch darzustellen. Hat mir gut gefallen. 50 Millionen. Super Job. Wenn's weg ist, gibt's das böse Blut. Wie eine Flasche leer. Was müssen das bloß für Menschen sein, die arme Kinder im Schlaf aus ihren Nestern zerren und in erbarmungslose Tötungsmaschinen werfen. Die dunkle Seite. Die kommt aus dem Nichts. Der berühmte schwarze Mann. 50 Millionen. 15.000 Menschen bei der letzten Demonstration von Pegida. Wir sind Freunde der USA, kein heiliger Krieg. Wir haben keine Angst vor dem Islamischen Staat. Das ist die Küchenwaage, mit der sie den TNT-Sprengstoff abgewogen haben. Auch sie sind tödlich. Es sind Kinder. Es waren doch noch Kinder. Es geht hier um flauschige, niedliche, süße Tierbabys. Damit die Trucker mich auch hören, möchte ich jetzt mal ein Rabigramm spielen. 50 Millionen. Um kleine, hübsche Kükenjungen. Okay, ein Rabigramm für Trucker. Die erbarmungslos in Stücke gerissen werden.
Angstzustände. Dann sind die vielen Tode. Furcht, im Dunkeln auf die Straße zu gehen. Gewalt an sich ist sicherlich ein gesellschaftliches Phänomen. Aber keine Mut an Worten! Und hat mir halt mit einem gezielten Schlag dann auf den Kehlkopf geschlagen. Polizei verhindert Massenschlägerei. Sprach- und Sehstörungen. 50 Millionen. Hier muss es Alternativen geben. Jetzt live über CB-Funk, Kanal 9 sind die Tracker immer. Okay. Zu dieser Zwangshinrichtung aller Kinder müssen unbedingt Alternativen gefunden werden. Ich verehre alle Trucker, die den ganzen Tag lang fahren, bei Nebel und bei Regen, auf der Autobahn. 50 Millionen. Wir müssen unbedingt andere Lösungen finden, als einfach jeden, der zusätzliche Kosten verursacht, brutal zu zerstückeln. Maybe we can sing it. Ganz einfache Lösung. Freiwillig werden. Hat tagelang gedauert, hat viel Geld gebracht, aber das Geld kann man besser investieren. Dieses Gefühl, wann könnte wo was explodieren? Dann fahren alle mal den Chat! 50 Millionen. Millionen. Notfalls klemme ich mich selbst dahinter. Aber dieses Massentöten muss ein Ende finden. Aber das hat 340 Millionen Euro gekostet. Rommelkaserne. Und das ist nun mal mit 7 Euro in der Südkurve nicht zu finanzieren. Wir brauchen hier mehr Liebe, Zuwendung und Verständnis, statt ein neues KZ. Jungs, ihr seid toll. Jungs, ihr seid wunderbar. Und habt ihr mal eine Panne, dann nehmt einen Schluck aus eurer Kanne. Selbstverständlich plane ich bereits mit dem nächsten großen Special, welches zur 75. Sendung erscheinen soll. Dieses Mal wird es entsprechend meiner Erfahrungen als Dichter ein Special sein, welches sich in ausgleichender Themengerechtigkeit sensiblen, gefühlvollen Liebesliedern widmen wird. Selbstverständlich werde ich alle gespielten Titel selbst produziert haben. Womöglich werde ich in vielen oder vielleicht sogar in allen sogar im Vordergrund zu hören sein. Mir ist bisher noch nicht ganz klar, was an Liebesliedern rechtsradikal oder pornografisch ist. Aber vielleicht kann ich in den nächsten Wochen noch mancher Holzkopf aufklären. Ansonsten wünsche ich allgemeinhin einen tollen Abdreher. Viel Spaß!
Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Das ach, alles, was... Sie gehen mir auf den Sack, echt. You took a piece of my heart. I never thought that this could fall apart. You said you fell in love. This was more than I had ever been afraid of. Another life, another happy ending. It cuts like a knife. Another place, another time. Another hand to touch, another sun to shine. You got me deeper than deep and I'm constantly blind. Das macht mich stolz und dankbar. Stop it. Herzlich willkommen zu den Neuvorstellungen meines zweiten des fünfteiligen Silvester-Specials des Jahres 2016. Keine Ahnung, ob dieses Special auch zum kommenden Silvester 2017 stattfinden wird. Aber ich werde ja wahrscheinlich noch eine ganze Weile kreativ aktiv sein. Daher ist es vielleicht besser, die Jahreszahl gleich mitzunennen. So, nun zum ersten neuen Titel. Die vorgestellten Titel wurden natürlich allesamt zu meinem großen, mehrere Sendungen übergreifenden Erotik-Special erstellt. Ich beginne mit einem Titel, der ebenfalls sehr angegriffen wurde. Er lautet: Ihr mögt mich kritisieren, ihr verschwendet eure Zeit. Einige Leute beschwerten sich offenbar, dass ich in meiner Sendung dazu auffordere, abzuschalten. Nun, erstens ist es natürlich gerne eigene Auslegungssache, in welcher Form man abschaltet. Man kann ja auch einfach mal alle fünf gerade sein lassen und sich auf diese Sendung konzentrieren. Das ist in Anbetracht des angebotenen Programmes wahrscheinlich auch die beste Variante. Zweitens habe ich dem nun vorgesorgt. Ich habe meinen eigenen Kanal, meine eigene Website und meinen eigenen Sender. Auf meinem eigenen Sender darf mir doch hoffentlich noch gestattet sein, zum Abschalten aufzufordern. So, nun ist sicher leicht erkennbar, dass ich diesen Titel mit einer anderen Version bereits gespielt habe. Für die musikalische Hinterlegung der heutigen Version bearbeitete ich I Don't Know von Krebs. Ich wünsche viel Spaß. Mögt mich kritisieren, das mag euch interessieren, doch ihr müsst kapieren, ihr verschwendet eure Zeit. Ihr verschwendet eure Zeit, ihr verschwendet eure Zeit, ihr verschwendet, ihr verschwendet, ihr verschwendet eure Zeit. Ihr mögt nicht, was ich mache, ihr findet alles kacke, wisst ihr, wie ich darüber lache, ihr verschwendet eure Zeit. Ihr verschwendet eure Zeit, ihr verschwendet eure Zeit, ihr verschwendet, ihr verschwendet, ihr verschwendet eure Zeit. Bitte schaltet ab, bitte, bitte schaltet ab, bitte schaltet ab, bitte, bitte schaltet ab. Ihr verschwendet eure Zeit, ihr verschwendet eure Zeit, ihr verschwendet, ihr verschwendet, ihr verschwendet eure Zeit. Ihr könnt mich nicht ertragen, wollt mich davon jagen, doch das könnt ihr euch sparen, ich bin noch hier in Jahren. Ihr verschwendet eure Zeit, ihr verschwendet eure Zeit, ihr verschwendet, ihr verschwendet, ihr verschwendet eure Zeit.
ihr wollt mich nicht hören. Ich möchte euch nicht stören, wollte euch niemals betören. Schaltet bitte einfach ab. Ihr verschwendet eure Zeit, ihr verschwendet eure Zeit, ihr verschwendet eure Zeit. Bitte schaltet ab, bitte, bitte schaltet ab. 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 Ihr verschwendet eure Zeit, ihr verschwendet eure Zeit, ihr verschwendet, ihr verschwendet, ihr verschwendet eure Zeit. Ihr habt einen anderen Geschmack, wollt nicht wissen, was ich heute hab. Bitte sagt mir, was ihr habt. Ich kann nichts für schlechten Geschmack. Ihr verschwendet eure Zeit, ihr verschwendet eure Zeit, ihr verschwendet, ihr verschwendet, ihr verschwendet eure Zeit. Bitte schaltet einfach ab, bitte schaltet einfach ab, bitte schaltet einfach ab. Ich kann nichts für euren Geschmack. Ihr verschwendet eure Zeit, ihr verschwendet eure Zeit, ihr verschwendet, ihr verschwendet, ihr verschwendet eure Zeit. Ihr verschwendet eure Zeit, ihr verschwendet eure Zeit, ihr verschwendet, ihr verschwendet, ihr verschwendet eure Zeit. Bitte schaltet ab, bitte, bitte schaltet ab. Bitte schaltet ab, bitte, bitte schaltet ab. Ihr verschwendet eure Zeit, ihr verschwendet eure Zeit, ihr verschwendet, ihr verschwendet, ihr verschwendet eure Zeit. Wo ich gebraucht werde, bin ich da. Meine Unterstützung ist für euch klar. Ich lasse mich nicht unterkriegen. Meine Kraft kommt niemals zum Erliegen. Ihr verschwendet eure Zeit, ihr verschwendet eure Zeit, ihr verschwendet, ihr verschwendet, ihr verschwendet eure Zeit. Ihr verschwendet eure Zeit, ihr verschwendet eure Zeit, ihr verschwendet, ihr verschwendet, ihr verschwendet eure Zeit. Bitte schaltet ab, bitte, bitte schaltet ab, bitte schaltet ab, bitte, bitte schaltet ab. Ihr verschwendet eure Zeit, ihr verschwendet eure Zeit, ihr verschwendet, ihr verschwendet, ihr verschwendet eure Zeit. Bitte schaltet ab, bitte, bitte schaltet ab, bitte schaltet ab, bitte, bitte schaltet ab. Bitte schaltet ab, bitte, bitte schaltet ab, bitte schaltet ab, bitte, bitte schaltet ab. Der nächste Titel stammt ebenfalls aus meinem Erotik-Special und heißt Fundamentalisten Love Song. Diesen Titel instrumentalisierte ich ausnahmsweise, obwohl ich musikalische Stücke dieser Länder normalerweise nur mit zwei verschiedenen Instrumentalisierungen versehe, drei verschiedene musikalische Hintergründe. Für die Version, die ich heute erstmals im Rahmen meiner Sendung hören lasse, bearbeitete ich Down's Battle Instrumental von Ivan Shaw. Viel Spaß! Ich
stach auf deine Titten, denn ich bin Muslim. Irgendwann glaube ich hab gar mit dir intim. Dann hau ich dir auch ein und schon bist du mein. Ich bin Fundamentalist, es ist nun mal wie es ist. Ich unterdrücke dich und werfe dich in den Knast. Ganz einfach, weil du absolut alles für mich hast. Du bist für mich die Schönste, ich bin so verliebt in dich. Und nach ein paar Stockschlägen willst du vielleicht auch mich. Steinzeit Power, Steinzeit, Steinzeit, Steinzeit Power, Steinzeit Power, Steinzeit Power. Ich starr auf deine Titten, denn ich bin Muslim. Irgendwann glaube ich hab gar mit dir intim. Dann hau ich dir einfach rein und schon bist du mein. Ich bin Fundamentalist, es ist nun mal wie es ist. Steinzeit Power, Steinzeit, Steinzeit, Steinzeit Power, Steinzeit Power, Steinzeit Power. Ich zerre dich in meine Höhle, weil ich sehr viel für dich fühle. Dann nehme ich dir die Kinder weg und missbrauche dich für Sex. Der Sippenälteste sprach, du bist nun mein. Und von nun an schenke ich dir öfter mal einfach ein. Ich bin Fundamentalist. Ich kann dir zeigen, wie stark meine Faust ist. Ich bin Fundamentalist. Ich zeige dir, wie hart mein Hammer ist. Ich starr auf deine Titten, denn ich bin Muslim. Irgendwann glaube ich hab gar mit dir intim. Dann hau ich dir einfach rein und schon bist du mein. Ich bin Fundamentalist, es ist nun mal wie es ist. Ich bin Fundamentalist. Ich kann dir zeigen, wie stark meine Faust ist. Ich bin Fundamentalist. Ich zeige dir, wie hart mein Hammer ist. Allah weiß, dass ich dich lieb. Drum versetze dir den nächsten Hieb. So ist das halt bei Fundamentalisten. Ist mir langweilig, zerhacke ich dich und stecke dich in Kisten. Steinzeit Power, Steinzeit, Steinzeit, Steinzeit Power, Steinzeit Power, Steinzeit Power. Ich starr auf deine Titten, denn ich bin Muslim. Irgendwann glaube ich hab gar mit dir intim. Dann hau ich dir einfach ein und schon bist du mein. Ich bin Fundamentalist, es ist nun mal wie es ist. Ich bin Fundamentalist. Ich kann dir zeigen, wie stark meine Faust ist. Ich bin Fundamentalist. Ich zeige dir, wie hart mein Hammer ist. Zum Glück ist das Lied nur ausgedacht. Niemals habe ich so etwas gemacht. Ich habe es auch niemals vor. Dein Glück geht für mich allem vor. Starr auf deine Titten, denn ich bin Muslim. Irgendwann glaube ich hab gar mit dir intim. Dann hau ich dir einfach rein und schon bist du mein. Ich bin Fundamentalist, es ist nun mal wie es ist. Ich starr auf deine Titten, denn ich bin Muslim. Irgendwann glaube ich hab gar mit dir intim. Dann hau ich dir einfach rein und schon bist du mein. Ich bin Fundamentalist, es ist nun mal wie es ist. Das nächste und letzte musikalische Werk dieser Sendung ist ebenfalls aufgrund meiner Recherchen über religiöse Gegebenheiten entstanden. Er heißt »Ich fahr für dich in die Hölle« für die Version, die ich heute
oder besser gesagt gleich zum ersten Mal hören lasse, bearbeitete ich als musikalischen Hintergrund Drive von Alex Berhausa. Ich wünsche, wie ich das immer tue, viel Spaß. Das in die Hölle, das ist alles, was ich will. Mit deinem Bild in meinem Kopf. Nichts bedeutet mir so viel. Ich achte nur darauf, dass du an meiner Seite glücklich bist. Das ist alles. Du bist alles, was für mich wichtig ist. Ich lass dich frei sein, doch ich will bei dir sein. Du bist meine Königin, ich dein Prinz. Du bekommst alles, weil du mein Herz gewinnst. Hölle, 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 Hölle. Feuer, 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 Feuer. Liebe, 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 Liebe. Alles einfach nur für dich. Ich fahre dich in die Hölle. Das ist alles, was ich will. Mit deinem Bild in meinem Kopf. Nichts bedeutet mir so viel. Ich achte nur darauf, dass du an meiner Seite glücklich bist. Das ist alles. Du bist alles, was für mich wichtig ist. Hölle, 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 Hölle. Feuer, 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 Feuer. Liebe, 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 Liebe. Alles einfach nur für dich. Ich finde dich sehr attraktiv, auch in Schlapperpulli und in Jeans. Du bist die Frau, um die sich mein gesamtes Leben dreht. Ich tue alles für dich und möchte nur, dass du niemals gehst. Mit deinem Bild in meinem Kopf und du drückst auf diesen Knopf. Deine Liebe in meinem Herz vertreibt jeden Kummer und auch Schmerz. Ich fahre dich in die Hölle, das ist alles, was ich will. Mit deinem Bild in meinem Kopf. Nichts bedeutet mir so viel. Ich achte nur darauf, dass du an meiner Seite glücklich bist. Das ist alles. Du bist alles, was für mich wichtig ist. Mit deinem Bild in meinem Kopf und du drückst auf diesen Knopf. Deine Liebe in meinem Herz vertreibt jeden Kummer und auch Schmerz. Ich lasse dich gerne die Zügel schießen, doch bitte tu kein Öl ins Feuer gießen. Du kannst jederzeit gehen, doch bitte komm immer wieder zu mir zurück. Du weißt genau, du bist und warst schon immer mein ganz großes Glück. Ich fahre dich in die Hölle, das ist alles, was ich will. Deinem Bild in meinem Kopf. Nichts bedeutet mir so viel. Ich achte nur darauf, dass du an meiner Seite glücklich bist. Das ist alles. Du bist alles, was für mich wichtig ist. Ich fahre dich in die Hölle. Das ist alles, was ich will. Mit deinem Bild in meinem Kopf. Nichts bedeutet mir so viel. Ich achte nur darauf, dass du an meiner Seite glücklich bist. Das ist alles. Du bist alles, was für mich wichtig ist. Leider ist die Sendezeit fast vorüber.
Das nächste Mal sind wieder einige bekannte und hoffentlich auch einige neue Werke zu hören. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Ihr wisst ja, wo ich sende. Wer den nächsten Sendetermin nicht mühsam im Programmkalender suchen möchte, kann gerne meine Künstlerseite auf Facebook abonnieren. Ich bin dort hoffentlich unter meinem Namen Carsten Todd zu finden. Mich schreibt man übrigens mit C. Ich freue mich, wenn ihr für mich sogar einmal auf Gefällt mir drückt. Hin und wieder poste ich übrigens auch was bei YouTube. Ebenso bin ich auf vielen weiteren Wegen erreichbar. Natürlich freue ich mich auch auf eure Nachrichten. Ich bedanke mich bei allen Künstlern, Sendern und Kanälen für das veröffentlichte Material, welches ich hier gern zitiere, sowie bei allen Zuhörern für das Interesse, welchen Mist ich mal wieder verzapfe. Zum Abschluss lasse ich nochmal die Kontaktdaten des Senders hören. Bis bald! Telefon 03641/522220. Fax 03641522211. E-Mail carsten.todd@uni-jena.de. E-Mail-Adresse des Senders info@radio-okj.de. Facebook www.facebook.com/carsten.todd.009/.